Meine sehr verehrten Damen und Herren, herzlich willkommen zum Wochenausblick von DAX Profits. Der DAX glänzt gerade wieder einmal mit Schwäche. Aktueller Tagesverlust 4%. Ich würde das Kursgeschehen noch nicht überbewerten. Wir haben hier eine Zwischenerholung gesehen, die gerade mal eine Woche dauerte. Das scheint mir noch ein bisschen kurz zu sein. Wenn wir das Ganze uns im Stundenchart ansehen, rechne ich eigentlich mit dieser blauen Keilformation, das heißt mit einer Stabilisierung am heutigen Tag und dann noch einem letzten Aufwärtsversuch, der dann auch wieder scheitern dürfte und dann sollte es erst weiter nach abwärts gehen. Es ist jedoch immer die Möglichkeit vorhanden, dass solche Erholungen vorzeitig wieder abverkauft werden. Das ist auch der Grund, warum ich solche Erholungen nicht mit großen Positionen aktiv handeln würde, sondern eher passiv darauf warten, dass diese Erholung nach einigen Tagen oder Wochen wieder zum Erliegen kommt und dann trendkonform in Richtung auf fallende Kurse einsteigen würde. Was etwas erstaunlich ist, ist diese Schwäche beim DAX angesichts der doch recht starken US-Märkte. S&P 500 notiert immer noch in der Nähe seiner Erholungshochs. Selbst wenn Sie die negativen Future-Stände heute einbeziehen würden, liegen wir mal gerade 2-3% unter den Hochs. DAX hat es schon wieder geschafft, 8% vom Hoch zu verlieren. Wenn Sie sich den S&P 500 ansehen, so ist hier noch nichts angebrannt. Das kann eine Wendeformation werden im Stundenchart. Auch hier steht die Erholung zweifellos auf wackeligen Füßen. Aber auch hier, denke ich, ist Hoffnung und Malz noch nicht verloren. Und wir sollten hier auch noch einen zweiten Erholungsschub von einem etwas tieferen Niveau aus sehen. Speziell, wenn Sie sich den Future mal angucken. Ich nehme hier mal den Dow Jones Future. Das sind jetzt die aktuellen Stände. Jetzt Mittag, heute, da sieht es gar nicht mal so schlecht aus. Also der Index hat von oben auf diese Unterstützung bei 11.200 Punkten aufgesetzt. Wird jetzt hier eine Stabilisierung versuchen und dann werden wir spätestens von dieser roten Unterstützungslinie her, aber vielleicht auch schon von dem jetzigen Niveau aus, nochmal versuchen, höher zu steigen. Maximal ein bisschen in dem Bereich, 11.600 vielleicht. Das Ganze wird wahrscheinlich eine Bärenflagge oder eine bärische Keilformation. Ich erwarte allerdings nicht, dass es jetzt sofort durchbricht. Ich erwarte, wie gesagt, noch einen zweiten Erholungsschub, der sich heute Morgen, Anfang nächster Woche materialisieren sollte und dann so langsam auslaufen sollte. Danach dürfte es erst wieder abwärts gehen. Also, wenn es bereits jetzt abwärts gehen würde, wäre das ein Zeichen dafür, dass dieser Abwärtstrend noch immer sehr stark ist und dass solche Erholungsformationen nicht vollständig ausgebildet werden. Aber üblicherweise ist es so, dass wir mehrere Versuche nach oben sehen, bevor solche Formationen dann wieder nach unten brechen. Bisher sehen Sie überhaupt eine Formation auch nur im Chart des US-Futures und nicht am Kassamarkt. Da sieht das Ganze nämlich noch zu steil, zu unvollständig aus. Also hier einen bärischen Keil anzuzeichnen, ist zumindest ambitioniert. Wenn Sie sich dieses Muster nochmal ansehen, dann sehen Sie hier eine relativ steile Aufwärtsbewegung. Ähnlich wie hier in dieser letzten Erholung. Danach kam es zu einer volatilen, naja, seitwärts leicht Abwärtsbewegungen und dann nochmal zu einem letzten Aufwärtsversuch, der gescheitert ist. Und erst dann kam es zu diesem großen Abverkauf. Ein ähnliches Muster erwarte ich jetzt hier. Während dieser Erholung, also volatile seitwärts leicht Abwärtsbewegung und dann nochmal einen letzten Versuch der Käufer, das Ruder rumzureißen. Und wenn dieser scheitert, ist die Erholung zu Ende, etwa in 1 bis 2 Wochen. Das ist das bevorzugte Szenario. Wir müssen natürlich aufpassen, dass die Kurse nicht direkt nach unten durchbrechen. Sollte der DAX unter 5.500 Punkte fallen, ist es definitiv ein Verkaufssignal Richtung 5.000 Punkte. Da mache ich mir keine Illusionen, aber wie gesagt, es wäre ein wenig früh noch. Also eine Stabilisierung in dem Bereich jetzt um 5.700 Punkte würde meine Erwartung am ehesten entsprechen, dann nochmal ein Anstieg bis auf 6.000 bis 6.200 Punkte. Das Ganze wird gestützt durch den Hang Seng Index, der hat auch noch etwas Erholungspotenzial.
steht momentan in der Mitte dieser Handelsspanne, hat also noch etwas Luft bis zu diesem Widerstand bei 21.500 Punkten. Den Widerstand wird er nicht mehr knacken, denke ich. Also hier dürfte dann endgültig Schluss sein mit Erholung. Aber momentan weder Fisch noch Fleisch, steht genau in der Mitte dieser Erholung nach dem starken Abverkauf. Das Ganze sollte jetzt einen kleinen Rücksetzer geben heute und in den nächsten Tagen moderat nach oben ausdümpeln. Und wenn sich die Westbörsen weiterhin auch am Hang Seng Index orientieren, dann dürfte die Erholung noch in eine weitere Runde gehen in den nächsten 2 Wochen. Dennoch, Vorsicht ist geboten, gerade auf der Unterseite. Ich würde nicht ins fallende Messer greifen. Ich würde vielleicht sogar prozyklisch short gehen hier unter diesem Boden, also falls es hier tatsächlich drunter geht, um die nächsten 500 Punkte Abwärtsbewegung schnell noch mitzunehmen. Es kann allerdings sein, wenn die Erholung vorzeitig abgebrochen wird, dass das nächste Tief nicht allzu markant und nicht allzu tief ausfallen wird, weil der Markt, Sie sehen es am RSI-Indikator, immer noch sehr stark überverkauft ist. Normalerweise baut sich so eine stark überverkaufte Situation zunächst erstmal ab, bevor es in die nächste Verkaufswelle reingeht. Sie können sich das beim S&P 500 mal anschauen. Letzte Sommerkorrektur, da war es ähnlich. Nach solchen starken Abverkäufen kam es zunächst erstmal zum Rücklauf des RSI-Indikators an die Mitte seiner Spanne, bevor es die nächste Verkaufswelle einsetzt. Sie sehen das hier, Sie sehen das hier und Sie sehen das auch hier. Also mindestens bis zur Mitte und dann wieder abwärts. Das Niveau haben wir aktuell noch nicht ganz erreicht. Also es wäre eher damit zu rechnen, dass noch weiteres moderates, wackeliges Aufwärtspotenzial besteht, Erholungspotenzial besteht, welches sich dann zum Eingehen von Short-Positionen anbieten sollte. Auch rein vom Chart her haben wir noch Luft nach oben bis zu den nächsten Widerständen, also 12,25, 12,50, 12,60, 12,70. Alles noch nicht erreicht. Das Problem ist nur, wir müssen auch nicht dorthin. Es gibt kein Gesetz, was sagt, dass Erholungen bis zum nächsten Widerstand gehen müssen. In starken Trends können die auch direkt abverkauft werden. Das ist halt das Problem, was wir momentan haben. Die kurzfristige Marktsituation ist sehr schwer abzuschätzen. Sehr schwer einzuschätzen, ob dieses grundsätzliche Erholungspotenzial, was es normalerweise in Bewegung gibt, ob das auch ausgeschöpft wird oder ob der Markt dermaßen panisch ist, dass er nach einer kurzen Zwischenerholung bereits wieder auf das nächste Tief nach unten durchrauscht. Das liegt übrigens beim S&P 500 ungefähr hier bei 1040, 1035 Punkten, falls es direkt nach unten durchbricht. Diese Unterstützung ist dann übrigens relativ stark, also spätestens von hier aus dürften wir dann eine längere angelegte Erholung sehen, die durchaus auch über das laufende Niveau gehen kann. Nur auch hier ist wieder Vorsicht geboten, auch hier muss man wieder sehen, wie schauen die Muster aus, wo stehen die Indikatoren. Das wird die Herausforderung der nächsten Woche sein, die Märkte so einzuschätzen, dass man wieder handelbare Szenarien entwerfen kann. Aktuell ist es etwas schwierig, gerade mit so volatilen Intraday-Bewegungen. Aber auch da kommen wieder bessere Zeiten. Ja, Einzelaktien würde ich momentan noch nicht anfassen. Wie gesagt, beim Index bietet es sich an, unterhalb des letzten Bodens noch eine prozyklische Position einzugehen, falls es direkt nach unten durchrauscht. Eigentlich rechne ich allerdings mit einer weiteren Erholung in den Bereich von wenigstens 6,2. Wir werden allerdings Gewehr bei Fuß stehen, falls es direkt nach unten durchbricht. Der Möglichkeit müssen wir natürlich ins Auge sehen. In diesem Sinne möchte ich mich für heute von Ihnen verabschieden. Bis zum nächsten Mal, Ihr Hendrik Vogt.